politisches System versucht, uns unser Versammlungsrecht zu nehmen. Genau das ist der Grund, warum wir heute zuerst diese Veranstaltung, aber dann am Prater, wo wir uns hoffentlich auch alle noch sehen werden, die Veranstaltungen angemeldet haben. Und weil wir nicht mehr zusehen wollen, wie rechtschaffene Bürger gedemütigt werden, mundtot gemacht werden, kriminalisiert werden, schlecht gemacht werden, nur weil sie erkannt haben, dass es so, wie es jetzt läuft in diesem Land, nicht mehr weitergehen kann, liebe Freunde. Warum musst du kurz weg? Weil die Maßnahmen schon nicht mehr vertretbar sind und mehr Schaden erzeugen, als das Wohl der Bevölkerung gefördert wird durch die Maßnahmen. Wieso sind die Ohren so lang? Ich habe mich impfen lassen und es sind anscheinend die Nebenwirkungen. Ich höre da überhaupt nicht besser dadurch, aber ja, man muss sie tragen zurzeit. Sind das kurze Ohren, oder? Das sind kurze Ohren. Okay, danke. Sind, für den Mut, sich hierher zu stellen, für den Mut, sich auch anzulegen, anzuecken und für die Strapazen, die ihr auch in Kauf genommen habt, teilweise von weit her, um diese Reise nach Wien zu unternehmen. Aber ich glaube, dass das Gefühl der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, das Gegenteil der Isolation, die man uns verordnen will, es wert ist und dass wir hier spüren, wie stark man in einer Gemeinschaft sein kann und dass es ein unbeugsamer Wille ist, den man nicht biegen kann. Diese Lektion werden Kurz und Co. noch von uns lernen, liebe Freunde. Das verspreche ich euch. Eine sensationelle Veranstaltung, man hat gesehen, wie viele tausende Menschen hierher gekommen sind. Es ist schon eine Kraft, die sich hier entwickelt hat, gegen diese Maßnahmen von Sebastian Kurz. Und es werden von Woche zu Woche mehr. Oder unserer Stimme folgen, auch ein Kurs funktionieren, wir haben die Wahl. Wir können auch mal was riskieren oder uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren.